Blumen zum Gedenken Foto, Bernd von Jutrzenka, Deutsche Presseagentur. Dieser Anschlag hätte nie passieren dürfen. Bundespräsident Steinmeier spricht aus, was die Opfer des Berliner Anschlags fühlen und wird ihnen als einer der wenigen gerecht. 12 Minuten können ungeheuer lang sein. Wenn plötzlich, um 20:02 Uhr, die Stadt verstummt und keine Autos mehr fahren an einem der belebtesten Plätze Berlins. Wenn die Weihnachtsmarktbeleuchtung erlischt, bis nur noch die Windlichter flackern. Alle hören jetzt das 12-minütige Glockengeläut, eine Minute für jeden Menschen, der bei dem Anschlag vor genau einem Jahr sein Leben verlor. Hat man jemals zuvor bemerkt, dass auf dem Breitscheidplatz der Boden bebt, wenn die U2 darunter fährt? Dort, wo vor einem Jahr der Lastwagen in den Weihnachtsmarkt fuhr, verläuft jetzt ein bronzeverfüllter Riss. Die Menge schweigt, es schweigen Joachim Gauck und Daniela Schadt, es schweigen Vertrags gelötete Sanchepli, Michael Müller und Seran Attes. Die Windlichter in ihren Händen erleuchten von unten die Gesichter der Angehörigen in der ersten Reihe. Schweigend die Tochter der getöteten Dorit Krebs, die jetzt in das Haus ihrer Mutter gezogen ist. Die Eltern von Dorit Krebs. Und der Pilot, der nach langer Reha endlich wieder fliegt. Am Mittag dieses Tages, genau ein Jahr nach dem Anschlag, steht Achim E. im Berliner Abgeordnetenhaus. Schwarzes Hemd, schwarze Hose, schwarze Krawatte. Er gehört nicht zu der Gruppe der Angehörigen, die Todesopfer zu beklagen haben. Es hatte ihn selbst getroffen. Der Berliner war am 19. Dezember 2016 mit zwei Freunden auf dem Weg ins Kino. Sie wollten Star Wars sehen und die Zeit bis zum Filmstart auf dem Weihnachtsmarkt überbrücken. Dann wurde er plötzlich Teil eines anderen, sehr realen Krieges. Das nächste, woran sich Achim E. erinnern kann, ist das Krankenhaus. Er lag mit einem Schädelhirntrauma dritten Grades mehrere Tage im Koma. In der Klinik blieb er ein halbes Jahr. Was damals genau passiert ist auf dem Breitscheidplatz, weiß Achim E. bis heute nicht, jedenfalls nicht aus eigener Erinnerung. Er sagt, ich habe den Luxus des Gedächtnisverlustes. Der 19. Dezember 2016 hat Deutschland verändert. Hat Menschen verunsichert, Sicherheitsdebatten ausgelöst, Fragen aufgeworfen, von denen einige bis heute nicht beantwortet wurden. Unwiderruflich hat dieser Tag das Leben derer verändert, die damals am Tatort waren oder Angehörige verloren haben. Genau ein Jahr danach steht Friederike Herrlich an diesem nasskalten Dienstag wie Dutzende andere vor der Gedächtniskirche, nur 2 Stufen über der Inschrift mit dem Namen Dr. Christoph Herrlich, es ist der Name ihres Sohnes, der hier starb. Die Mutter wusste lange nicht, ob sie die Kraft haben würde zu kommen. Doch sie ist hier im dicken Mantel, mit Mütze und Schal. Der Breitscheidplatz wirkt heute künstlich getrennt von der restlichen Stadt. Weiträumig abgesperrt ist der Weihnachtsmarkt, durch die tief hängenden Wolken scheint es, als sei er für einen Tag in Watte gepackt. Friederike Herrlich hält ein Teelicht in der Hand, so wie man einen verletzten Vogel halten würde. Wir wollen uns nicht durch Terror und Hass spalten lassen.